herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelderland mit einem interessanten Gespann. Einiges an Gerätschaften hinten drauf von Stefan Müller, das wir jetzt verkaufen. Also was er verkauft, ich fahre es nur durch die Gegend. Er sollte irgendwo hinter mir sein. Direkt hinten an dir. Ah ja, super. Ja, nicht, dass uns dann noch einer vorwirft, wir hätten nicht abgesichert, weißt, wegen der Überbreite. Ja. 51 in der Fahrt erhoben, bei mir nicht. Ja, 50 habe ich eingestellt. Will ja nichts verlieren. Und selbst die sind heute schwer zu erreichen. Was hast du dir denn jetzt gedacht wegen Gehalt? Also ich 500 bis 1000, je nachdem. Also, da ich dich nicht anders behandeln will wie den Diesel, kriegst du auch pro Woche 1000. Er muss halt gucken, dass er deinen Kredit noch abzahlst, ne? Ja. So schnell wie möglich. Das Geld, was jetzt hier dann reinkommt, das tue ich dann direkt in den Kredit reinzahlen. Ja, palte noch 20.000 oder so einfach auf der sicheren Seite. Ja, noch habe ich 20.000 habe ich noch auf dem Konto. Ja. Immer ein kleines Polster lassen. Ja. Mit der Milch habe ich auch noch vorhin noch guten Preis verhandelt. Echt? Wie viel? 5.000 hätte ich eigentlich, wenn ich so verkauft hätte. Blaubeeren haben dann doch angenommen. Dann habe ich 6.000 jetzt bekommen, statt 5.500. Na, ist doch gut. Ich hatte jetzt eigentlich vor, auch jetzt demnächst auf die Weberei zu sparen. Das macht Sinn, die Sachen zu verarbeiten. Ja. Ich vielleicht auch das Geld, vielleicht auch einen Teil davon mitnutze und in die Weberei rein donnere. Was kosten die brutto? 61 hat mir der Neumann gesagt. Also bloß jetzt so der Grundstückswert. Ich weiß ja nicht noch, was an Steuern das draufkommt. 10% musst du rechnen. Also knapp 70.000. Aber wie viel kriegst du denn hier jetzt raus? Also ich muss ja sagen, einige Geräte sind jetzt fast komplett neu, wie die Sämaschine, den Anhänger, den ich jetzt habe, den Grubber, den du noch drauf hast, genauso wie der Striegel, den habe ich auch kaum benutzt, das sind alles fast komplett neu. Ja. Das ist halt schade. Noch ein bisschen was rausbekommen. Ja. Und mach du wirklich nur noch das, was du für die Schafe brauchst, und den Rest der Zeit kannst du bei mir arbeiten. Ja. Da musst du einmal alle 2 Wochen guckst du nach den Schafen, dass es denen gut geht. Wasser kriegen sie ja so. Das passt ja. Zum Neumann müssen wir. Warum? Hat man so ausgemacht, dass ich das erstmal zu ihm liefern soll, dass er sich erstmal das alles angucken kann. Und dann musst du es wieder hierher fahren, oder was? Nein, den Rest macht er dann. Ah ja, okay.
Dann machen wir das halt so. Hast du dir die Weberei schon mal angeschaut? So ist vom Grunde nicht. Also ich hab mir jetzt bloß erstmal so die groben Gedanken gemacht. Kann ja mal, wenn ich jetzt auf dem Rückweg bin, dann kann ich ja nochmal vorbei schnell gucken. Dann würde ich an deiner Stelle mal machen, dass du auch weißt, was du dafür brauchst. Na, ich denke mir mal Karton und Paletten. Und halt meine Wolle. Uiuiui. Hallöle. Hallo. Moin. Ich bringe hier die Sachen von Müller. Die sollen in Export. Jo, und da drüben in der Halle stehen auch noch zwei, drei Dinge. Wo? Alter, Dings. Es waren eigentlich mal drei Sachen, die eigentlich da drin standen, aber hier Da fehlt. stehen auch drei Steine. Ah, ne, jetzt. Ach, Warte, ich fahr vor. Herr Jäger, ich leih mal kurz das Gemeine. Ja, tun Sie sich keinen Zwang an. Remy! So weit weg. Ja. Neumi? Ja. Was ist denn das hier für ein Holmer? Was ist für ein Win? Ah. Der ist geliehen. Welches Modelljahr ist denn das? Wie Modell? Sieht mir nach dem alten Modell aus. Da ist keine Kennzeichnung der Früchte drauf. Ich dachte, das wäre ein neues. Ja, das ist die alte. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Aber das ist Zwiebel. Gut. Passt. Das war aber knapp hier. Langsam, noch ein Stück, gut. Hast beide dran. Hoch! Jetzt kratzt hier den ganzen Boden. Warte mal. So, Neumann. Wurden uns 50.000. Klingelingeling, Klingelingeling. Ja, hallo? Ja, ich bin's. Habt ihr gerade 50.000 überwiesen? Jo, danke. Gut, tschüss.
Tschüss. So. Und ich wollte dich noch fragen, kriegst du noch was dafür? Passt schon. Jo. So, gut, dann mach ich mich mal wieder vom Acker. Jo. Bis denn. Ah ja, du hast deinen Träger hier. Gut, tschö. Ja. So, gut. Dann haben wir das soweit. Na, warte mal. Klingelingeling, klingelingeling. Jo, Volker hier. Jo, Volker, was geht's? Der Holmer steht beim Neumann. Ja, weiß ich. Ja. Warte mal. Soll ich den Müller gerade mal drauf ansetzen? Gerne doch. Ich bin nämlich gerade Schweine am Verfahren. Hin und her. Tschüss. Tschüss. Klingelingeling, klingelingeling. Der Müller hier. Ja, kannst du den Holmer mitnehmen? Den Holmer? Ja, zum Feld 64, glaube ich, vom Diesel. Ja. Fragst du Neumann, ob du den Trecker hier stehen lassen kannst. Oder ich nehme deinen Trecker auf dem Anhänger mit. Mach das, ich nehme den Holmer mit, du nimmst den Trecker mit. Gut. Stelle ich beim Schweinebauern auf den Hof. Jo. Gut. Perfekt. Das auch geregelt. Ja, man muss ein bisschen managen hier, dass das alles zusammenläuft. Müsste passen. Na, Quatsch. Gut. Ach so, da ist zu. Dann machen wir uns mal auf den Weg zum Schweinebauern. Stellen da den Anhänger ab und den Trecker. Und den ist gut. So, ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Auch natürlich für das ganze Jahr, wo ihr mich unterstützt habt, wo ihr die Folgen geschaut habt. Herzlichsten Dank. Einfach mal an der Stelle. Wenn ihr könnt, unterstützt mich weiter, verteilt meinen YouTube-Kanal und schaut einfach jedes Video. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.